Ja, hi Elja, wie geht's dir? Hallo Achim, hi, wie ist es bei dir? Bei mir geht's gut. Wie geht's euch da draußen? Schreibt mal irgendwas da unten rein, dass wir das auch mal Ja, mitkriegen. wie geht euch das? Wie geht euch das da draußen? Reagiert mal. Das letzte Video hat ja ganz gut Kommentare bekommen. Das hat uns sehr gefreut. Insofern sind wir auch motiviert, weiterzumachen. Prima, Obwohl, immer. wir brauchen immer ein paar Anläufe, ne? Also manchmal sind wir einfach Ja. müde abends, um einfach noch nach 5 Stunden Videokonferenz auf der Arbeit auch nochmal abends mich dann hier vorzusetzen. Es fehlt einfach die Option, da einfach ins Lokal zu fahren, sich zu treffen, da was zu machen. Du bist ja Richtig, immer im ja. Lokal, deshalb ganz prima. Was machen Ja. wir heute? Was machen wir heute? Wir reden über die sogenannten gesichteten Versionen, über das sogenannte Sichten in Wikipedia. Das ist das, wenn die Leute was reinschreiben und das sieht man nicht. Das wird öffentlich noch nicht gezeigt, genau. Das heißt nicht alle Leute, sondern die Leute, die noch nicht so lange dabei sind. Ich würde gerne vielleicht am Anfang ein bisschen was darüber sprechen, wie diese Sache entstanden ist. Dann ungefähr, wie es funktioniert, und dann steigen wir einfach mal live ein ins Sichten. Dann sichten wir heute ein bisschen was. Dann sichten wir einfach mal ein bisschen was. Genau, und dann zeigen wir mal, wie das so aussieht. Ja, ohne jetzt zu tief in die Wiki-History einzusteigen, Achim, wie war das denn nochmal? Es gab viel Vandalismus. Ja, Anno Tuck, ne? Anno Tuck 2005 oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wann wir es eingeführt haben. Aber damals die Idee beim Sichten war ja, es gibt Vandalismus, viel Schülervandalismus, viel anderen Vandalismus. Das heißt, irgendwelche Leute tippen irgendwas in die Wikipedia rein. Und dann steht das da, weil ja jeder alles mitschreiben kann. Und es war sofort immer alles live. Und dann waren auch regelmäßig irgendwelche Presseberichte in der Wikipedia, ist was falsch. Und Ja, der Klassiker ist ja der Gutenberg gewesen mit den extra Vornamen. na, ich glaube, der kam sogar später. Ich glaube, Seigenthaler war damals so ein Thema, wo dann plötzlich der Seigenthaler als tot erklärt wurde. Und das stand in der Wikipedia. Und alle haben, ja, und vor allen Dingen er hat es gelesen, in der englischsprachigen damals. Und das waren so die ersten Falschmeldungen. Und sowas kam halt aber regelmäßig vor. Oder man konnte dann irgendwann in der Wikipedia regelmäßig lesen, Frau Krause stinkt oder solche Sachen, Ja, immer weil die morgens um sofort acht, sichtbar waren. wenn die Schulen ans Netz gingen oder in der ersten Pause kamen dann die ersten. Das kennt man. Vandalismus nennen wir, wenn es nicht konstruktive Änderungen gibt oder eher zu sagen, oder um zu sagen destruktive Änderungen in Wikipedia, weil es halt Spaß macht, weil man es sofort sieht. Und diesen Stöpsel wollten sollte mit Sichten dieser Stöpsel sollte gezogen werden, ne, dass man nicht direkt sieht, dass dieser Spaß, wenn ich was zerstöre, dass das direkt öffentlich in der Welt ist, dieser Spaß sollte so ein bisschen ausgebremst werden. Ja, vor allen Dingen auch Sachen, die nicht nach 10 Minuten wieder weg sind oder nach 10 Sekunden, sondern auch Sachen, es sind manchmal Sachen liegen geblieben, die waren einfach 3 Tage lang sichtbar oder auch Ja, länger, oder auch weil länger, es einfach ja. niemandem aufgefallen ist, dass da was gemacht wurde. Es wurde irgendeine Zahl verändert und keiner hat die mal kontrolliert, weil es keiner gesehen hat. Solche Ja. Sachen, die sollten im Prinzip verhindert werden. Das muss ja noch gar nicht mal böser Wille sein, ne? Aber Nö. naja, gut. Also manchmal wurde auch einfach was reingeschrieben mit bestem Willen. Die Apfelschnecke ist eine besonders schnelle Schnecke im Aquarium oder so ein Zeugs. Und das war jetzt fast Oder sogar eine irgendwelche reale Geschichte damals. Witzbolde oder so. Ja, Schnecke klingt, als hättest du es gesehen, genau, als hättest du es selber gesehen. Ja, wie ist das denn jetzt? Jetzt fange ich an, mich anzumelden bei Wikipedia und die Sachen, die ich schreibe, sind erstmal, die kann ich schreiben, ich kann alles ändern. Ich sehe auch meine Änderungen, aber die Welt da draußen kann die noch nicht sehen. Wie lange geht das so? Wenn ich eine Weile konstruktiv mitgearbeitet habe, dann werde ich automatisch oder im Moment wohl nicht ganz automatisch, weil es gerade kaputt ist, aber werde ich automatisch zu einem sogenannten passiven Sichter. Ja, was ist passiver Sichter? Es bedeutet, dass meine Sachen automatisch gesichtet sind, die ich gemacht habe, dass da niemand mehr drüber gucken muss. Ja, das ist passiver Sichter. Und dafür ich muss jetzt mal hier auf den Zettel gucken, da muss ich mindestens 30 Tage dabei sein und 150 sinnvolle Bearbeitungen, oder mindestens bei denen, naja, also irgendwo zwischen 50 und 150 Bearbeitungen sinnvoller Natur tun. So, und dann. Oder es muss jemand vorschlagen, dass derjenige als Sichter akzeptiert wird, weil Ja, der kennt genau, das den gibt's oder so ein auch. Wenn man Zeug. sofort merkt, da ist jemand, der ist pfiffig und der macht nur gute Sachen, dann kann man auch da schneller ein Häkchen setzen. Das wird auch, glaube ich,
halbwegs unkompliziert vergeben. Also da gibt's also was noch vielleicht ganz wichtig ist, alle Änderungen, die unangemeldet gemacht werden, werden natürlich immer erst separat gesichtet. Ja. Das sind erstmal also das alle gilt natürlich nur für angemeldete Benutzerinnen und Benutzer. Die da kann man dann ja sehen, wie viel Bearbeitungen da gemacht worden sind. Während unangemeldet, also die sogenannten IPs, also wer halt nicht angemeldet ist, bei dem wird nur die IP-Adresse angezeigt, das ist so eine lange Zahl, statt eines Benutzernamens. Und da, die müssen halt alle gesichtet werden. Das ist so ein großer Nachteil, wenn man sich nicht anmeldet. Das ist eines der wichtigsten Argumente eigentlich. Ja, dann ist die Möglichkeit. Wollen wir das einfach mal machen? Ja, was wir jetzt machen, ist ja das aktive Sichten. Ja. Das heißt, wir schauen uns Sachen dann an von anderen Menschen, die was gemacht haben. Und das ist dann aktiver Sichter kann man werden, wenn man noch ein bisschen länger und noch ein bisschen sinnvoller mitarbeitet. Ich langweile euch jetzt hier nicht mit den Zahlen, ich blende die nachher einfach mal ein. 60 Tage, 300 Bearbeitungen waren das dieses Mal in der Art. Jetzt habe ich euch doch mit den Zahlen gelangweilt. Ich rede heute zu. Also teilweise liegen halt die Sichtungen relativ lange rum. Teilweise passiert es tatsächlich, dass 2 Wochen lang gar nichts passiert mit dem Edit, den man gemacht hat. Und die Frage, die dann häufig halt kommt, ist, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem, was ich da reingeschrieben habe? Warum sehe ich das nicht? Und wenn ich draufklicke, ist es trotzdem irgendwie da, aber trotzdem sieht das keiner. Ne? Das ist so diese Standardfrage. Und wie lange dauert das vor allen Dingen, bis das endlich sichtbar ist, was ich da reingeschrieben habe? Das hängt natürlich sehr stark ab davon, wie viele Leute sich halt für das Thema interessieren. Ne? Wie viele Leute, also ich kann zum Beispiel auf meiner eigenen Beobachtungsliste immer sehen, was so an den Artikeln, die mich interessieren, verändert worden ist. Und dann kann ich die relativ schnell sichten. Aber wenn es halt jetzt Sachen gibt, die nicht so viele Leute betrachten und nicht so viele Aktive, dann kann das schon mal ein bisschen länger dauern. Und es kann länger dauern, aber das können wir uns vielleicht gleich tatsächlich mal anschauen. Das gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns gleich mal an. Wenn die Änderung so ein bisschen diffus ist, ne? Es ist kein direkter Vandalismus, aber man möchte es auch nicht sichten, weil es irgendwie komisch ist, weil kein Beleg angegeben wird für eine Änderung oder weil die Änderung so komplex ist, weil man sich selber nicht auskennt in dem Bereich, da möchte man einfach nicht so ein Häkchen dran setzen. Also, weil man es einfach erstmal nicht kontrollieren kann mit einem Klick oder so. Das ist sehr häufig einer der Gründe, warum solche Sachen länger liegen. Ja, wie gesagt, wir können gerne gleich in die Liste gehen. Soll ich einfach mal reinspringen? Springen wir doch mal rein. Springen einfach mal rein. Und zwar gibt es in der Wikipedia eine Liste, das sind die Seiten mit ungesichteten Versionen. In die springe ich jetzt quasi mal rein. Die habe ich hier, ich habe da mal was vorbereitet. Und ich hoffe, das ist jetzt auch sichtbar. Erschreckt euch nicht vor dieser furchtbar verdattelten Oberfläche vom Achim. Das sieht nur aus. Alles in Ordnung. Also hier gibt es halt diese Seite mit den ungesichteten Versionen. Und was man halt direkt sieht, das sind hier die ältesten ungesichteten Artikel. Und das sind bei dem ältesten, der da vorhanden ist, das 30 Tage aktuell. Also vor 30 Tagen hat jemand in dem Artikel Mod Sun eine Änderung gemacht, relativ klein, also 88 Byte. Das ist nicht sonderlich viel. Das ist so ungefähr 88 Byte. Das heißt, es sind ungefähr 88 Zeichen hinzugefügt werden. Ja, das ist stimmt nicht 100%, aber wir gehen da jetzt nicht in die Tiefe. Es sind ungefähr 88 Zeichen. Und wenn das in Rot ist, dann sind Zeichen hier zum Beispiel beseitigt worden. Bei dem allerdings minus ist dieser hier inzwischen auch schon gelöscht worden anscheinend. Deswegen ist dann rot. Aber es gibt hier zum Beispiel hier unten, Entschuldigung, da unten bei den All European Academies, nicht scrollen. Nicht scrollen, okay. Oh, das fällt mir total schwer, dir beim Arbeiten zuzuschauen. Ich zucke es in den Fingern rum. Wir haben so unterschiedliche Arbeitsweisen. Das übrigens, dass der rot ist, heißt nicht, dass er gelöscht wurde in meinem Fall, sondern das heißt, dass er unter 3000 Zeichen ist. Das ist deine verdattete Oberfläche. Das ist ein bisschen komisch bei mir, das macht aber nichts, weil das spielt jetzt heute gar keine Rolle. Also wie gesagt, Mod Sun. Kleine Änderung, das heißt, wurde was hinzugefügt mit vor 30 Tagen. Man sieht hier bei uns in der Ansicht, wir sind halt, ich bin Admin, das heißt, ich kriege auch noch eine Ansicht, da steht drin, dieser Artikel wird von so und so vielen Personen beobachtet. Das bekommen die Leute, die Sichtungsrechte haben, bekommen das auch. Also nicht nur Admins, wir haben das ausprobiert, ja. Okay, das heißt also, ich sehe auch, wie viele Leute gucken sich diesen Artikel einigermaßen regelmäßig an. Aktuell sehe ich, okay, das sind ungefähr 45 aktive Eichhörnchen. Ja, so ist das.
Wenn ich diesen Artikel aufrufe, wenn ich den ganz normal aufrufe, in meiner als Sichter-Sicht, dann sieht der so aus. Das bedeutet, ich habe einen Artikel, in dem Fall, oh, der wurde wahrscheinlich doch schon gesichtet plötzlich in der Zwischenzeit. Ich habe gesagt, wir sollen was Neues wählen. Du musstest dich auch mal gucken, Schatz. Es wurde hier tatsächlich was gesichtet. Das ist ja ganz schlimm. Das steht halt auch ganz oben in der Liste. Das steht ganz oben in der Liste. Das bedeutet, ich muss jetzt mal einmal updaten. Und der ist weg. Der wurde gesichtet mittlerweile. Das heißt, der älteste nicht gesichtete Artikel ist nur noch 29 Tage alt. Cool. Aber wir können dann einfach den zweiten nehmen. Dann nehmen wir einfach mal diesen Heldritt. Dann würde dieser Mod. Klingt wie etwas, womit du dich auskennst. Ich kenne mich damit nicht aus. Das ist nämlich ein Ort, ein Stadtteil von Bad Rodach. Und was erscheint, wenn ich da draufklicke? Man sieht, hier ist eine Änderung, die noch nicht gesichtet wurde. Das kann ich mir anschauen. Und dann habe ich diesen Vergleichsbildschirm und der zeigt mir an, was wurde denn geändert. Und zwar gibt es in den Ortsartikeln immer so einen Abschnitt, der heißt Söhne und Töchter der Gemeinde. Das ist jetzt keine positive Heraushebung und auch keine negative, das ist einfach erstmal, welche relevanten Personen haben in dieser Gemeinde gelebt, sind dort geboren. Gelebt, gewirkt, ja, genau. Und so weiter. Und hier gibt es halt unter anderem einen Generalleutnant, einen Generalmajor und einen Generalleutnant, wo jemand hingeschrieben hat, AD, bei allen dreien. AD bedeutet außer Dienst. So, diese Änderung liegt jetzt seit 29 Tagen und offensichtlich wurde sie entweder von niemandem gesehen oder alle, die es gesehen haben, haben es schnell wieder zugemacht, weil sie diese Entscheidung nicht treffen wollen, ob das AD stehen bleiben sollte oder nicht. Haben diese Personen denn einen Artikel? Diese Personen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, könnte man mal schauen. Ich gehe davon aus, dass die Angabe korrekt ist. Das muss ich auch gar nicht entscheiden. Die haben alle einen Artikel. Das heißt, ja. Es gibt die, diesen Peter von Butler, den einen, dann den Diplomaten, Ruprecht von Butler, die gibt es alle, die haben Artikel. Die Frage ist hier eigentlich nur, macht es Sinn, einen Außerdienst dort stehen zu lassen oder eben nicht? Und naja, es sollte halt schon auch stimmen, ne? Finde ich. Ja, aber Stimmen werden wir jetzt nicht kontrollieren können. Und als Sichter bin ich nicht in der Verantwortung, die Korrektheit dieser Änderung zu prüfen. Ich muss nur schauen, ob es Vandalismus ist. Ja, aber das ist genau das, warum es so lange rumt. Aber der Knackpunkt ist ja, dass es, also es heißt, es ist kein offensichtlicher Vandalismus, es könnte aber schon ein Vandalismus sein, wenn das jetzt noch drei Offiziere im vollen Saft sind, in der Blüte ihres Dienstes. Genau in dieser Diskussion, beziehungsweise sind wir genau an dem Punkt, wo jetzt ich als Sichter eigentlich hingehen müsste und das prüfen müsste. Genau. Und das ist der Grund, warum viele Leute das dann einfach zumachen und sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Richtig. Mache ich jetzt übrigens auch. Ich würde jetzt wahrscheinlich in die Artikel von den Leuten gehen und da mal in die Bio gucken. Nach dem Video. In dem Video gehe ich mal auf Blätterhöhle. Warum gehst du nicht direkt auf Sichten? Ich will einfach nur erstmal zeigen, wie es so aussieht, überhaupt ist. Wenn ich sichte, wenn ich auf Sichten gehe, dann zeigt er mir nur die Differenz und das ist genau. Häufig mitten. Genau. Also in diesem Fall ist es eine heute noch zugänglicher Teil einer ursprünglich größeren Felshöhle im Lennetal. Das ist in Westfalen. Die Änderung schaue ich mir an und was sehe ich da? Da hat jemand ganz unten in den Artikel vor dem Literaturabschnitt einen Siehe-auch-Abschnitt eingefügt. Mhm. Liste der Höhlen im Sauerland. Das heißt, er verweist dort auf eine Liste von Höhlen im Sauerland. Ja. Das ist jetzt definitiv kein Vandalismus. Ich glaube, das können wir ohne Bauchschmerzen sichten. Das bedeutet, ich kann hier oben draufklicken, dann wird es gesichtet. Und wenn ich jetzt den Artikel neu aufrufe, dann erscheint diese Meldung nicht mehr, dass da ungesichtete Versionen drin sind und das Thema ist durch. Damit habe ich die Blätterhöhle gesichtet. Jetzt habe ich einen weiteren mal aufgemacht. Ich finde den jetzt auf die Schnelle nicht, aber den habe ich schon offen. Das ist das Kurkreuz bei Sperberslohe. Das Kurzkreuz. Ein Kurzkreuz, ach, nicht Kurkreuz. Okay, ein Kurzkreuz. Das bedeutet, das ist ein Denkmal, so ein relativ klassisches Wegedenkmal, so ein Kreuz halt, das in diesem Ort da steht, in Sperberslohe, irgendwo in, wo ist das? In Bayern steht da. So, und da hat jemand geändert, ist ein historisches Flurdenkmal in ist ein historisches Steinkreuz mit dem Kommentar Gegenstand präziser. Was machen wir damit? Tja,
Also, ja, ich glaube, da könnte man einen Haken dran machen. Also Flurdenkmal ist natürlich auch eine Aussage. Ne? Die Information, dass es sich um ein Flurdenkmal handelt, ist, weil dass es ein Kreuz ist, das sehen wir auch schon so. Also deswegen kann man, also ich fange an nachzudenken bei diesen Sachen. Ne? Also ich habe das tatsächlich vor ein paar Tagen jetzt mal ein bisschen intensiver gemacht. Normal mache ich nur Sachen, wo ich mich auskenne und die halt auf meiner Beobachtungsliste hochpoppen. Aber wenn man sich diese Liste hier anschaut, das sind also Sachen, ja, Vandalismus ist es nicht, weil es ist wahrscheinlich ein Steinkreuz. Ich würde jetzt vielleicht nochmal gucken, ob es wirklich aus Stein ist. Wie gesagt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit. Wir können diesen Artikel natürlich auch bearbeiten. Wir können also einfach hingehen, können sagen, wir bearbeiten den Artikel und sagen jetzt also, liebe, zum Beispiel, also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist jetzt die Ansicht von Achim in der Version von 2003, glaube ich. Die also so sieht es aus, wenn ich meine Artikel bearbeite. Ich ja, genau, genau. Okay, lasst euch davon bitte nicht abschrecken, liebe Kinder. Das ist ein Quelltext. Aber so muss das überhaupt nicht mehr aussehen. Was ich jetzt gemacht habe, ist relativ einfach. Ich habe einfach jetzt reingeschrieben, ist ein historisches Flurdenkmal und Steinkreuz. Zum Beispiel. Ich weiß nicht. Also. Oder andersrum. Sowas könnte man natürlich auch machen, müssen wir jetzt nicht. Jetzt steht nämlich da steht in der nächsten Zeile noch, das Kleindenkmal befindet sich etwa 1 Kilometer nördlich von Sperberslohe. Aber gut, ich würde. Aber das erklärt ja, warum dieser Artikel seit 29 genau. Tagen rumliegt. Richtig, genau. Also auch hier können wir natürlich sagen, machen wir einfach zu. Nee, sicht es mal. Das würden wir sichten, okay. Ja. Ich gehe also zurück auf den Artikel. Ich gehe aus meiner Ansicht raus und ich würde den jetzt einfach mal sichten. Genau. Kleindenkmal, Flurdenkmal, Steinkreuz, geschenkt. So, damit ist also der. Und was man natürlich dann direkt sieht, in der Versionsgeschichte stand diese Änderung drin und hier ist jetzt gesichtet von Achim Raschka, weil ich den unter meinem realen Namen gesichtet habe. Wunderbar. So, ich habe hier noch einen rausgesucht. Wir haben hier eine Band. Die Band heißt 22. Mhm. Und es hat jemand die Auflösung der Band im Jahr 2020 ergänzt. Ja. Dementsprechend hat er gesagt, die Band gibt es nicht mehr. Und er hat eine Single hinzugefügt. Hier steht, im April 2020 verkündete die Band ihre Auflösung und veröffentlichte damit einhergehend ihre letzte Single 2020, die am 24.04.2020 erschien. Super. Und hat hier unten auch noch die Single hinzugefügt. Und dann noch ein Leerzeichen hinter das Sternchen gemacht. Das ist auf jeden Fall. Das ist jetzt erstmal natürlich so, das ist jetzt erstmal kein offensichtlicher Vandalismus. Richtig. So. Jetzt sitzen wir hier vor und natürlich könnten wir jetzt kontrollieren, gibt es die Band? Also die Band gibt es, den Artikel gibt es schon länger, aber was machen wir jetzt hiermit? Ich würde mal kurz auf die Website klicken. Ich habe das versucht. Die Website ist sogar nicht, habe ich die offen? Hier habe ich die offen, das ist die Website von der Band. Da stand nichts. Da steht eine ganze Menge, aber das stand da nicht. Ach, kannst du vielleicht nochmal, ob die bei der Eingabe der Informationen, ob da jemand eine Quelle angegeben hat? Manche schreiben ja den Beleg in die Zusammenfassungszeile. Ja, war auch nicht dabei. War auch nicht dabei. Da stand gar nichts dabei. Da stand gar nichts also dabei. Ist auch nichts okay. dabei. So, und jetzt komme ich nämlich zu einem Problem, was ich hiermit hatte. Und zwar ist es super schwierig, eine Band zu googeln, die 22 heißt, mit einem Album, was 2020 heißt. Das ist sensationell, ja. Das ist sensationell schwierig. Ich habe versucht, 22 Auflösung, Band, ich komme dazu nichts, außer bei Wikipedia, der Rest ist alles hat alles nichts mit der Band zu tun. Das heißt, Aussagen finde ich hier keine. Mhm. Was ich noch gemacht habe, ich habe mal bei Spotify geguckt, ob es diese Single gibt. Diese Single gibt es tatsächlich. Das bedeutet, die haben tatsächlich 2020 eine Single rausgebracht, die 2020 hieß. Aber ich kann zu der Auflösung der Band einfach überhaupt nichts finden. Gar nichts. Das ist ja fast so wie jemanden totschreiben, ne? Der noch nicht tot ist. Ich würde es wahrscheinlich wieder zumachen, weil ich sehe mich da nicht imstande, das zu sichten. So, das haben wir, glaube ich, von 4 3 zugemacht. Das ist übrigens noch der norwegische Artikel. Da steht davon auch nichts drin. Und es gibt tatsächlich den Artikel nur auf Deutsch und auf Norwegisch. Mhm. Das bedeutet tatsächlich, wir sitzen hier vor und haben jetzt von 4 Artikeln, die wir ausprobiert haben, 3 wieder zugemacht. Ja. Und so geht es natürlich den meisten. Und das erklärt auch, warum hier alle Artikel so lange liegen bleiben. Also wenn ich jetzt in den aktuellen Änderungen gucken würde, würde ich wahrscheinlich ganz schnell viele Sachen sichten können. Aber von denen, die lange liegen, die liegen nicht ohne Grund so lange, sondern es sind tatsächlich genau die
die relativ komplex sind, die relativ schwer sind, dort was zu finden und die auch ja zu entscheiden, ob man das so übernimmt. Das kann natürlich nerven. Man macht was, was eigentlich sinnvoll ist, aber warum wird es nicht gesichtet? Warum wird es nicht gesichtet? Weil meistens keine Belege angegeben werden. Also man muss gar nicht mal jetzt eine riesige Fußnote oder so eintragen, aber einer Sichterin oder einem Sichter hilft das schon enorm, wenn jetzt zum Beispiel in der Zusammenfassungszeile steht, ein Link oder gemäß folgender Literatur oder gemäß folgender Informationen und so weiter. Es muss immer irgendwie möglich sein, diese Änderungen zu kontrollieren. Ja, also, oder zumindest mal grob zu checken, ist das okay oder ist es nicht okay? Also das, wenn es niemand kontrollieren kann und es sind dann solche exotischen Themen wie Kruangbin, oh, klick doch da nochmal drauf, da. Das kann ich, glaube ich, sichten. Ja, dann haben wir Kuangbin gesichtet. Ja. Auch schön. Sehr schön. 3. Es dauert halt relativ lange, ne? Also wenn ich überlege, ja, wie viel Zeit man für Sichten aufwenden kann teilweise und wenn man sagt, okay, das kann man vielleicht abends vom Fernseher machen oder so, aber dann hat man halt 20 Artikel gesichtet. Weiß ich nicht. Ja, 20, so schnell geht es nicht. Also ich habe letztens tatsächlich mal versucht, um in der Vorbereitung für dieses Video einfach mal so eine Handvoll. Also wenn es nicht dein Fachgebiet ist, man kann, wir sind natürlich flott im Googlen und schnell mal hinterher recherchieren, ob stimmt, mach doch mal den Schroff hier weg. Schrott, ich muss stoppen. Ne? Guck ja, mal, sind wir wieder da? Ja, sind wir wieder. Genau, also es ist ja so, wenn man es ernst nimmt, also man muss glaube ich tatsächlich sehen, es offensichtlich ein Vandalismus. Da steht jetzt nicht Ficky Ficky oder so. Ich wollte es eigentlich nicht gesagt haben. Okay, also das passiert da nicht. Sowas bleibt nicht stehen. Sowas wird innerhalb von Sekunden zurückgesetzt. Ne? Aber was halt hängen bleibt, ist dieser komplette Graubereich, wo man nicht so genau sagen kann, ist es okay oder ist es nicht okay. Ne? Den Vornamen beim Gutenberg, ne, den würde man heute direkt zurücksetzen, weil kein Beleg. Aber dann noch so ein relativ unwichtiges Thema wie ein Kleindenkmal im Spessart. Das sind dann vielleicht nicht genug Leute, obskuren Bands, genau, die sich auflösen. Da kennt man sich vielleicht nicht aus oder man kann da jetzt nicht hinterher recherchieren, wie du gerade schon gesehen hast. Und dann wird es halt wirklich schwierig. Und dann möchte man nicht in seinem eigenen Sichtungslog stehen haben, der hat diese Sache gesichtet und das ist totaler Unfug, weil das ist nicht gut für die Reputation, denke ich. Ja, also man kann natürlich sagen, ich bin ein bisschen entspannt, das ist kein Vandalismus, das sah okay aus für mich. Also unser einer könnte das wahrscheinlich problemlos machen. Aber es gibt vielleicht auch Sichterinnen und Sichter, die sagen, nö, das nehme ich nicht auf meine Kappe. Also ich kann verstehen, dass das so ein bisschen frustrierend ist. Ich bin ja oft mal bei den Neulingen, bei der Seite unterwegs, wo Neulinge Fragen stellen. Und eine der häufigsten Fragen ist tatsächlich, warum ist das noch nicht sichtbar? Warum ist das noch nicht sichtbar, was ich da gemacht habe? Das ist doch in Ordnung. Und da kommt dann meistens die Antwort, ja, weil es halt noch nicht gesichtet ist. Könntest du bitte eine Quelle angeben? Ja? Könntest du bitte einen Beleg angeben? Also ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute dadurch frustriert sind und tatsächlich was eintragen, sehen, dass dann passiert nichts und dann hören die auch relativ schnell wieder auf. Ja. Andere sehen das natürlich auch als Qualitätsmerkmal. Okay, da guckt tatsächlich noch jemand drauf. Das könnte ja spannend sein. Aber wenn man es aus der Perspektive der Lesenden, der Nutzenden von Wikipedia sieht, dann ist es ein Qualitätsmerkmal, weil es ist halt nicht mehr dieses, da kann ja jeder was reinschreiben und jeder Scheiß ist sofort öffentlich. Das ist halt zweischneidig, ne? Also, wie gesagt, ich glaube, wenn meine Sachen nach 30 Tagen nicht sichtbar gewesen wären, dann wäre ich nicht Wikipedianer heute. Also, das ist so das Problem dabei. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei vielen Neulingen. Die werden nicht Wikipedianer, weil ihre Sachen nach 20 Tagen nicht sichtbar sind. So, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, was wir haben. Dafür haben wir auch keine Lösung. Das heißt, wenn wir das abschalten würden, dann hätten wir wahrscheinlich wieder Probleme mit Falschmeldungen und mit Vandalismen. Wie gesagt, Ficky Ficky ist kein Problem. Das ist relativ schnell weg. Aber irgendwelche Todesdaten verändert oder schnell mal irgendwelche Zahlen verändert und zwar manchmal sogar auch vielleicht
politisch relevante Zahlen. Zeigt aber auch, wir brauchen mehr Leute, die sichten, wir brauchen mehr Leute, die aktiv mitarbeiten und die nicht eben nur ihren eigenen Artikel reinwerfen, sondern auch mal gucken, was die anderen so machen. Also wir können nach wie vor immer noch Leute gebrauchen, die halt tatsächlich ein bisschen Lust haben, die Wikipedia auch besser zu machen. Ja, also nicht nur, das heißt nicht nur, ne? Also ich gehe nicht nur in Wikipedia, um meinen eigenen Artikel abzuliefern und dann wieder nach Hause zu gehen, sondern eben tatsächlich zu sagen, das ist ein tolles Projekt und ich möchte dann auch ein bisschen an der Qualität dieses Projekts mitarbeiten. Und da fehlen uns ja tatsächlich Leute. Ja, neue Artikel schreiben ist ja nur ein Aspekt, diesen ganzen Bestand, den wir haben, zu warten, aufzupassen, dass der auch okay ist, dass die Qualität nicht nach hinten runter geht. Über das Thema veraltete Artikel können wir ja auch nochmal was machen. Da haben wir echt Bedarf, Leute. Schaut mal rein. Ackert euch über die erste Bearbeitung drüber und dann sichtet die Sachen von anderen. Loslegen. Kann ich nur herzlich zu einladen. Jo, das belassen wir dabei. Schönes Schlusswort. Lassen wir's dabei. Alles klar. Okay, bis zum nächsten Mal. Schreibt uns, was ihr denkt und abonniert diesen Kanal. Boah, jetzt bist du aber komisch. Ja.